So, Leute, willkommen zurück zu The Last of Us 2. Wir stehen hier mit dem guten Lev, der alles verloren hat. Seine Mutter ist tot, seine Schwester ist tot und seine gesamte Bevölkerung ist mehr oder weniger ausgerottet worden, beziehungsweise wird gerade in diesem Moment ausgerottet. Die einzige, die ihm bleibt, ist Abby, die wiederum auch einige Leute verloren hat. Manny ist tot, davon weiß sie zwar noch nichts, aber Leah, Jordan, Nora, alle sind tot und sie wurde von ihrer Gruppe auch verstoßen. Die einzigen, die ihr noch bleiben, sind halt noch Mel und Owen, die sich ein neues Leben in Santa Barbara aufbauen wollen, aber Abby ist da nicht wirklich willkommen. Zumindest wenn es nach Mel geht. Wenn es nach Owen geht, darf sie gerne mitkommen, aber das ist natürlich auch eine schwierige Entscheidung für Abby, da es halt die letzten Personen sind, die ihr lieb sind, aber wir wissen, glaube ich, schon, Was zum? dass sie diese Entscheidung gar nicht mehr treffen muss. Denn wie sie selbst sieht, ist hier irgendetwas faul. Ist das? Bleib hinter mir. Hier ist die erste Leidtragende, die arme Alice. Und hier haben wir ein paar Fußspuren, die uns, ist das der OP-Saal? Ja, zum OP-Saal führen. Oh, ob sie schon ahnt, was hier passiert ist. Okay, es geht da lang. Wahrscheinlich ahnt sie es schon, aber oh, da kommt das ganze Blut her. Weiß ich schon, dass die beiden tot sind? Oh. Das ist jetzt natürlich Vorsichtig. kein schöner Anblick, den wir hier erblicken werden. Aber den kennen wir leider bereits. Abby. Da hat Ellie tatsächlich den Fehler gemacht und die Karte liegen gelassen, wodurch wir natürlich rausfinden konnten, wo sie sich aufhält und sie somit auch leichter aufspüren können. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. Ah, stimmt, logisch. Sie denken natürlich, dass Tommy das war. Also hat sie ihn, wie ich vermutet hatte, doch erkannt. Und sie denken halt, Tommy wartet hier. Er wartet ja halt auch unter anderem hier. Licht ist an. Alles okay, Lev? Ja. Hier müsste es eigentlich verschlossen sein, also dürfen wir hier nicht durchkommen. Such weiter. Geht er wieder davon aus, dass Tommy alleine ist? Für so blöd halte ich sie eigentlich nicht. Wir müssen auf jeden Fall einen anderen Weg finden. Und ich bin schon gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits bin ich gespannt, aber andererseits, das ist eine Leiter. Andererseits habe ich so ein mulmiges Gefühl, muss ich ehrlich sagen,
weil es geht halt weiter, aber ich habe so... Okay. An die Leiter. Bereit? Ich habe so ein bisschen Schiss, dass das Ganze nicht ganz so ausgeht, wie ich es mir wünsche. Also ich wünsche mir natürlich, dass jeder überlebt, dass kein Blutvergießen mehr stattfindet. Das ist klar, aber seien wir mal ehrlich, es wird noch weiterhin Blut fließen. Ich habe halt die Angst, dass Charaktere sterben, die mir halt eher ans Herz gewachsen sind als andere. Also, ja, keine Ahnung. Okay, still jetzt. Was zur Hölle ist da drüben los? Da ist ein riesiges Massaker los. Was denn hier? Ist eine Wolfskarte oder ist es von Tommy? Oder Ellie? Er hat uns verfolgt. Okay, zumindest keine Wolfskarte. Was denn hier noch? Fotos? Ja, das sind die Fotos, stimmt. Abby Owen. Manny. Nora. Und natürlich, nur weil wir von der Insel geflohen sind, weil wir diesem Krieg entkommen sind, um einen anderen Krieg zu führen, heißt das nicht, dass der Krieg zu Ende ist auf der Insel. Dort werden weiterhin Menschen abgeschlachtet. Dort leiden weiterhin Menschen. Vorsichtig, bleib nah bei mir. Ist das nicht aufheben? Nee, okay. Und dementsprechend gibt es nicht nur auf der einen Seite des Ufers Leid und Schmerz. Moment. Tom ist wahrscheinlich unten, oder? Ja, dort geht's nach unten. Ach, hier oben werden wir wahrscheinlich nichts mehr finden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ja natürlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt, wo ich weiß, es geht weiter, ja, beschleicht mich halt wirklich so ein mulmiges Gefühl. Dämlicher Jesse. Glaubt, ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Wirst schon sehen, du Arschloch. Sie wird es lieben. Hallo. Weg von den Sachen. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, zieh weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichs! Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn auch! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Okay? Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Nein, nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Bleib hier. Pass gut auf, sie darf nicht raus.
Oh nein, jetzt ist auch noch Tommy tot. Oh, jetzt ernsthaft? Müssen wirklich alle sterben? Ey. Ui, 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 ui. Mir läuft's ehrlich gesagt wieder. Bring mir ja nicht weg! Kalt den Rücken runter. Und ich würde auch lieber mit Ellie spielen, aber wir müssen uns jetzt erstmal mit Abby abfinden und Ellie jagen. Aber irgendwie hoffe ich insgeheim, dass sie mich irgendwie auflauert, mich entwaffnet. Und dann natürlich ohne Blutvergießen diesen Kampf beendet, denn... Ach... Ich will halt, dass Ellie weiter überlebt. Oh, natürlich soll auch Abby überleben. Und am besten wäre es, wenn sie jetzt einfach aufgeben würde, denn... Hallo, Ellie ist bewaffnet, du hast keine Waffen, Abby. Gib doch einfach auf. Es ist okay in diesem Moment. Okay, wie es aussieht, müssen wir jetzt tatsächlich so einen Bosskampf gegen Ellie ausführen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe, was die Entwickler da einem zeigen wollen, aber ich finde das nicht gut. Ich will nicht gegen Ellie kämpfen. Komm raus! Klar, wie gesagt, das Spiel zeigt einem, hey, es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Aber ich habe mich von meiner Seite der Medaille entschieden. Und ich akzeptiere, dass jeder von sich denkt, dass er der Gute ist. Aber für mich gibt es weiterhin einen Favoriten. Auch wenn jeder von sich natürlich denkt, dass er der Favorit ist. Aber jetzt erstmal... müssen wir dafür sorgen, dass wir Ellie ein bisschen in die Schranken weisen. Sie hat eine verdammte Schrotflinte. Was? Okay, ja, ich weiß, ich sollte nicht sprinten. What the fuck? Ach, sie war direkt hinter mir, ich Idiot. Okay, okay, ich will nicht wegrennen. Ich will nur in Sicherheit. Wie gesagt, Ellie, bitte, Waffenstillstand, wie wär's? Wärst du damit einverstanden? Kann ich die Flasche auf sie werfen? Verreck endlich! Hast du mich gesehen? Nein. Gut. Nein, 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 das war ein Fehler. Das war ein Fehler, sie kann ausweichen. What the fuck? Okay, 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 wir brauchen eine neue Flasche. Gib mir nicht den Rücken zu. Tu ich nicht. Ich hau einfach ab. Wie gesagt, ich verstehe, was das Spiel will. Hey, alle sehen sich als die Guten an. Wir sind nicht die Guten, nur weil wir Ellie steuern. Aber... Du kannst nicht abhauen! Jetzt so langsam könnte ich halt wirklich wieder die Rolle von Abby übernehmen. So, gehen bitte nach links. Geht sie nicht. Okay, dann gehen wir rüber. Können wir sie von... Jetzt habe ich sie. Hat sie mich gesehen? What the fuck, wie denn? Hä? What the fuck? Okay, wir haben ein bisschen Leben dazu bekommen. Aber habe ich Geräusche gemacht oder hat sie mich durch diese Dinger da gesehen? Ich weiß halt nicht. Du kommst mir nicht davon. Alter Falter. Das ist schon ein cooler Bosskampf, muss ich sagen. Aber trotzdem wäre ich lieber auf der anderen Seite. Auf Ellies Seite, so. Jetzt geht sie da. Was macht sie denn? Haut sie ab oder will sie mich da in den Fall locken? Abby! Was? Nein, nein, nein! Ich bin fast tot! Leute, ich bin fast tot! Hä? Ich muss sie... Irgendwie glaube ich... Ich mach das falsch. Ich muss sie halt irgendwie von hinten treffen. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht mal so schwierig. Aber für mich ist es momentan doch etwas schwierig. Oh, hä, what the fuck, wie schnell ist sie denn da hingegangen? So, jetzt mache ich es lieber mal so, dass ich abwarte und reagiere, anstatt zu agieren. Weil bis jetzt hat das Agieren nicht wirklich viel gebracht. So, wenn sie jetzt weiter da geht, dann gehe ich hier rüber. Hat sie mich schon gesehen? Nein, sie hat mich... Mach dich fertig! Hey, sie hat mich nicht gesehen, oder? Ich bin gerade unsicher. Ey, ich habe so wenig Leben, noch einen Schuss und ich bin tot. Okay, sie kommt auf die Seite. Sie hat mich tatsächlich nicht gesehen. Aber wieso ist sie da losgesprintet? Sieht sie mich jetzt? Nein.
Was bastelt sie da? So, jetzt, komm, komm, komm. Bam! Perfektissimo. Oioioioioio. So, jetzt bitte, kann ich die Rolle von Abby Ellie übernehmen? Fliegender Wechsel. Hör auf, Abby. Wann gibt es schon mal eine Situation, wo man hofft, dass man den Bosskampf verliert? Ellie? Oh. Okay. Oioioi. Nochmal Glück gehabt. Oh, das ist auch echt perfide. Wie gesagt, eigentlich müssen wir ja darauf hoffen, dass Ellie stirbt, dass wir sie besiegen. Aber ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Aber wir haben wieder ein bisschen Leben dazu bekommen. Ja, sonst hätte ich auch absolut gar keine Chance. Okay, da ist Ellie. Wie gesagt, wir versuchen wieder zu agieren, anstatt zu reagieren, anstatt zu agieren. So. What? Ey, what the fuck? Das hätte eigentlich reichen. Oh, oh. Hallo, kannst du mal aufstehen? Rüber da. Verdammte Axt. Wo ist die Ellie? Da ist Ellie. Okay. Hey. Nein, andere Richtung. Geh mal. Okay, wir verpiesen uns von hier. So, hoffentlich trifft sie uns nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Wir haben so gar keine Chance. Bisschen Heilung ist wieder gut. What the fuck? What the fuck? Hat sie einfach Minen hingelegt? Drücken ohne zu ziehen. Ja, das weiß ich doch schon. Hat sie Minen hingelegt? Das hat mich ja überrascht wie sonst was. Alter Falter, der... Was zur Hölle macht sie? Wahrscheinlich bastelt sie jetzt gerade Minen. Ja. Das war's. Kann ich... Wieso? Hat's mich gesehen? Ja. Kann ich sie so irgendwie von hinten angreifen? Sie bastelt wieder was. Oder? Komm schon. Jetzt, perfekt. Zack. Links, rechts. Okay. Oh. Kann jemand zu Hilfe kommen? Dina, wo ist Dina? Stopp. Sie hatte nichts damit zu tun. Sie ist schwanger. Gut. Abby. Komm mir nie wieder unter die Augen. Komm. Alter Falter. Aber beide leben noch, oder? Also alle vier leben noch, außer halt Tommy. Ich weiß nicht, ich bin gerade, vielleicht merkt das ein bisschen sprachlos. Okay. Joels Uhr? Was sind wir denn jetzt gerade? Ist das ein Baby? Wir sind in der Zukunft. Dina hat ihr Kind bekommen. Hey, Kumpel. Was ist los? Alles gut.
Ja, ist okay. Alles gut. Wie süß der auch ist. Ja, er sieht Jesse ähnlich, muss ich sagen. Aber was für ein Wechselbad der Gefühle gerade. In einem Moment ist sie halb tot und jetzt hat sie ein Kind auf dem Arm. Halt auch, ja, man kann schon sagen, ihr Kind. Wo ist Dina? Wo sind wir hier überhaupt? Oh. Ein paar Zeichnungen. Hey, du magst diese Typen, was? Die haben witzige Frisuren. Wie es aussieht... Oh. Zeichnung von Dina. Zeichnung vom Kind. Oh, so viele schöne Zeichnungen. Können wir uns die genauer anschauen? Also mit ihrer Unterschrift, Ellie. Oh, wie süß. Hat das Blutvergießen also endlich ein Ende? Also es wäre natürlich schön. Die Szenen hier sind auch jetzt gerade schön. So als Kontrast einfach. Wer ist der süße Junge? Hm? Oh. Wie heißt er denn? Okay, hier sind ein paar Spielsachen auf ihn. Ist er auch ein Hai? Nee, ist eher so ein Wal oder so. Oh, ich mag solche Sachen auch. Sich einfach mal ein bisschen umschauen. Jetzt gehen wir mal nach unten zu Dina. Die trellet ja die ganze Dina! Zeit. Dina! Ich bin in der Küche! Ein Lied. Oh, können wir hier Crash Bandicoot spielen, wie bei Uncharted? What the fuck? Sag Hallo zu Tante Talia. Hallo, Tante Talia. Wer zur Hölle ist das? Tante Talia, noch nie gehört. Ich dachte, das wäre Ellie mit irgendeiner Brille, die sich aufgesetzt hat, aber dachte so, das sieht ja gar nicht wie Ellie aus. Okay, das ist so, jüdischen Zeichen halt, weil halt Dina wahrscheinlich ihren Glauben noch immer irgendwie zelebriert. So, wir schauen uns hier weiterhin ein bisschen um. Nochmal? Wer ist der Kleine? Mann, nicht zu machen. Alter, ich finde den Kontrast auch so krass. Ebenso, vor kurzem lag sie blutüberströmt da. Und jetzt auf einmal führt sie in Anführungs- und Schlusszeichen ein glückliches Leben. Die Frage ist natürlich, finden wir noch raus, was mit Abby passiert ist? Oder bleibt uns das verwehrt? Können wir raus? Willst du Luft schnappen? Ich weiß nicht. Wollen wir zuerst zu Dina oder geht dann die Zwischensequenz los? Ah, der Kleine sieht einfach so süß aus, wie er so über die Schulter rüberschaut. Ah, was gibt's, ihr kleinen Krümel? Hey. Danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Ich sehe mal, was ich tun kann. Wo haben wir denn unsere Gitarre? Beziehungsweise, ja doch, unsere Gitarre. Joel hat uns ja auch eine geschenkt. Können wir hier auch raus? Nein. Wir sind auf jeden Fall irgendwo völlig ländlich, so, keine Ahnung. Gibt's überhaupt noch infiziert? Ja, wahrscheinlich schon. Wir haben uns einfach zurückgezogen. Ah, wir sollen gar nicht spielen. Wir sollen einfach den Plattenspieler anmachen. Wie wär's mit Musik? Die Briefe übrigens auf dem Tisch werde ich noch lesen, aber mach erstmal ein bisschen Musik an. Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Oh, das ist jetzt aber nicht gerade nett. Moment, ich glaube, das Dialogfenster verschwindet nicht, wenn ich den Brief lese. Hoffe ich zumindest mal. Deswegen lesen wir einfach mal den Brief. Meine liebe Dina, vielen Dank für deinen Brief und das Foto. JJ ist ja so groß geworden. Das Lächeln hat er von Jesse. Wenn er noch mehr von ihm hat,
Na dann, viel Glück. Ich kann es kaum erwarten, euch zu besuchen. Mein Rücken macht wieder Schwierigkeiten, aber es wird schon besser. Der Doktor glaubt, dass ich noch ein paar Wochen in Ruhe brauche. Ich komme, sobald ich kann. Vielen Dank für die freundlichen Worte in deinem Brief. Es ist zwar offensichtlich, aber ich möchte dir trotzdem etwas sagen. Jesse würde dir keine Vorwürfe machen und wir tun das auch nicht. Wir lieben dich. Du gehörst zu unserer Familie. Pass auf dich auf. Solltest du deine Meinung jemals ändern, haben wir hier in Jackson immer einen Platz für dich. Ellie und JJ. In Liebe, Robin. Okay, das ist schon mal schön zu wissen, dass die Eltern von Jesse anscheinend ja für Dina immer ein Plätzchen frei haben. Und JJ wahrscheinlich wegen, ja, logischerweise wegen Joel und Jesse, logischerweise. Da haben wir ein Bild von den dreien. Oh, ein Babyabdruck. Und Fußabdruck. Also ein Handabdruck und ein Fußabdruck. Oh, süß. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Oh, das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Olli ist, nehme ich an, unser Hund. Wir müssen logischerweise auf der anderen Seite rausgehen. Aber die beiden sind trotzdem weiterhin süß miteinander. Wahrscheinlich auf dem Traktor. Ist Olli ein Hund? Ich bin jetzt nicht sicher, wenn er auf dem Traktor ist. Nun gut, wie gesagt, ich finde das hier wirklich sehr, sehr schön. Aber wie es hier weitergeht, das erfahren wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dabei. Feedback natürlich wieder gerne gesehen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Mit JJ, mit Ellie und Dina und Olli. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.